Verantwortlichen sollen für ihre Fehler gerade stehen. Denen ich zu verdanken habe, dass ich diesen Weg gegangen bin. Durch alle Erziehungsheime, in die sie mich gebracht haben. Die Verantwortlichen sollen dafür gerade stehen. Und sie sollen diesen Fehler, den sie gemacht haben, nicht nur an mir gemacht haben, diesen Fehler sollen sie bis zu ihrem letzten Tag vor Augen gehalten bekommen. Ihnen ist im Arrest verboten, das Singen, das Pfeifen, das Lärmen, das Herausschauen aus dem Fenster, die Benutzung der Lagerstätte außerhalb der Nachtruhe, der Besitz von Büchern, das Beschmieren, Beschriften der Wände. Alles ist hier eigentlich verboten gewesen. Was hast du denn gefühlt, als du zum ersten Mal hier eingeliefert worden sind, dieser Arrestzelle? Ich habe gedacht, ich muss sterben. Hm? Ich habe gedacht, ich muss sterben. Wieso? Wie lange haben sie dich hier eingewiesen? 14 Tage Kurzeinweisung, das erste Mal. Vom Spezialkinderheim aus. Solltest du 14 Tage hier drin in diesen paar Quadratmetern? Ja. Warum dachtest du, du musst sterben? Was ist das? Diese Abgeschiedenheit. Gefangenheit. Die Türen, die Zellentüren wurden zugeknallt, die Riegel wurden vorgeschoben, die Schlüssel wurden rumgeschlossen. Und was hast du verbrochen, dass du in den Arrest kommst? Nur, dass ich abgehauen bin. Also nichts Besonderes Schlimmes? Nichts Besonderes Schlimmes. War ganz normal, dass man hier reingegangen. Ja, also, das war schon normal. Zumindest für diese Menschen, die mich hierher gebracht haben, war es normal. Ist jeder Junge hier reingekommen? Nicht jeder Junge, nicht jeder Junge. Nur die von Staats wegen als schwer erziehbar gehalten. Mhm. Ich dachte, ich muss sterben. Was war hier drin? Diese Pritsche? Die Pritsche. Matratzen? Nein, zwei Decken. Eine Decke zum Drunterlegen, wo man sich draufpacken konnte. Und eine Decke, Wolldecke, um sich zuzudecken. Der Eimer? Der Fäkalieneimer. Mhm. Und der Hocker, wo du gerade drauf sitzt. Mhm. Ja, wenn ich hier gar nichts machen durfte. Du durfst ja nichts machen. Was darfst du den ganzen Tag machen? Ich musste den ganzen Tag auf diesen Hocker in der Mitte dieser Zelle sitzen. Und musste mit dem Gesicht Richtung Spion gucken. Richtung Tür? Richtung Tür, ja. Also den ganzen Tag, von morgens zum Frühstück an. Ja. Da sitzt ein Junge, 14 Jahre alt. Und muss den ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Richtung Tür gucken. Nicht hinlegen, nein, nicht rumlaufen. Wer kontrolliert das denn? Der Erzieher. Die Erzieher haben kontrolliert, ob wir auch tatsächlich auf dem Hocker sitzen bleiben. Und wenn die Tür aufging, mussten wir aufstehen. Muss eine Haltung annehmen, Hände an den Hosennaht. Aus deinem Freund meldet sich, keine besonderen Vorkommnisse. Bereits als Kind ist Andreas ein Einzelgänger. Er passt nicht in das Klassenkollektiv. Und auch in der Familie steht er abseits. Immer wieder reist der Junge aus. Schon mit 12 Jahren versucht er zum ersten Mal über die Grenze in den Westen zu flüchten. Da entscheidet die Jugendhilfe. Andreas muss ins Heim, um, wie es offiziell heißt, ein weiteres Abgleiten des Jungen zu verhindern. Die Odyssee durch diverse Kinderheime der DDR beginnt. Aber nirgendwo ist Andreas zu halten. Immer wieder läuft er weg, sucht seine Freiheit. Doch je weiter er hinaus will, desto enger wird es um ihn. Endstation. Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau in Sachsen. Das Kinderheim mit Knastcharakter war einzigartig im System der Jugendwerkhöfe der DDR. Zwischen 1965 und 1989 saßen hier rund 5000 Jugendliche hinter Gittern. Jungen und Mädchen zwischen 14 und 18 Jahre alt. Und viele nur wegen ihrer Entweichungen, so hieß es amtsdeutsch für Weglaufen. Einen richterlichen Beschluss hat es in keinem Fall gegeben. Heute läuft Andreas nicht mehr weg. Er kehrt zurück nach Torgau, an den Ort seines größten Traumas, um hier Menschen zu treffen, Täter und Zeugen. Manfred Springer, er schickte Andreas für mehrere Monate hinter Gitter. Der Erzieher Siegfried Schmittinger, er lieferte Andreas im Jugendwerkhof Torgau ab. Ramona Meyer, auch sie saß in Torgau ein, zur gleichen Zeit wie Andreas.
Karin Freund, die Mutter von Andreas. Sie hat ihrem Sohn nie richtig glauben wollen, was hier passierte. Dr. Horst Weber, er war der Arzt im Jugendwerkhof. Er wusste über Torgau Bescheid, doch er hat geschwiegen. Hier müssten noch einige Leute stehen, an die Andreas viele Fragen hat. Gegen manche wird ermittelt, andere haben Angst auszusagen. Der Jugendwerkhof Torgau ist noch heute ein Tabuthema. Wie oft musst du das machen? Ja, 20 Mal mindestens. Hoch und runter. Und wie viele Etagen? 2 Etagen. Also über 2 Etagen verteilt. Mhm. Mhm. Also mit dem Mädchentrakt sind wir nicht in Verbindung gekommen. Mhm. Dafür nimmt halt unsere Etage und die untere Etage. Und wo waren die sogenannten Erzieher oder die Wärter? Wo waren die? Guckten die sich so zu oder wie war das? Ja. Wie war das? Wo waren die? Die haben gestanden. Sie haben hier hat der Erzieher, es waren keine 2, es war in dem Sinne nur einer, der uns dafür bestraft hat, dass wir über Nacht gesprochen haben, etwas länger gesprochen haben und dann raus hier auch Entlass machen. Und uns rausgeholt und gesagt hat, so, und jetzt macht er dafür, dass er eben halt die Nacht geschwatzt habt, ist es ein Zeichen dafür, dass er nicht müde genug wart und nicht ausgelastet genug seid, also macht er jetzt hier Entengang. Und wenn da wer einer umfiel und wer nicht mitmachte, was war mit ihm? Es ist keiner umgefallen. Mhm. Es ist keiner umgefallen, weil in dem Moment, wenn einer umgefallen wäre, hätte die ganze Gruppe drunter zu leiden gehabt und das wusste jeder Einzelne. Als ich hier in Torgau in der Dunkelzelle saß, war es ein Gefühl, als wenn man gestorben ist. Man hat überhaupt keine Zeitpeilung mehr gehabt. Also man konnte nicht mehr feststellen, ob es früh ist, ob es mittags oder abends war. Man saß da, man konnte sich nicht richtig hinlegen. Es war kalt in der Zelle. Man muss dir vorstellen, man befindet sich auf einmal in einer Dunkelzelle. Und man kann nichts dagegen tun. Gar nichts. Man wird dort reingesteckt. Dort unten ganz alleine, dunkel, hast keine Richtung mehr irgendwie. Ne? Es dauerte auch nicht lange, dass sich dann auch irgendwelche Halluzinationen eingestellt haben. Ne? Also man sah Bilder, die gar nicht da waren. Ne? Andere Jugendwerkhöfe konnten für Kinder aus zerrütteten Familien eine Art Auffangstation sein. Hier aber herrschte die Knastordnung. Militärischer Drill, Zwangssport, Akkordarbeit und das Recht des Stärkeren. Um einen Jugendlichen in Torgau hinter Schloss und Riegel zu bringen, genügte der Antrag eines Heimdirektors an das Volksbildungsministerium der Margot Honecker. Schocktherapie für die Unverbesserlichen. Hinter Gittern, so glaubte man, kommen die Kinder schon zur Besinnung. Wir haben Manfred Springer nach Torgau geholt. Er war Direktor des Jugendwerkhofs Ehre der Arbeit in Hummelsheim. Er hat den 15-jährigen Andreas hierher geschickt, für mehrere Monate. Herr Springer, ich möchte mich bei euch beiden bedanken, dass ihr bereit wart, einfach hierher zu kommen, ein schwieriges Gespräch zu führen. Legt einfach mal los. Ich guck mal, warum ob ich euch mich hier reingebracht? Das ist die erste Frage, die mich interessiert. Die Frage hast du dir selbst noch nicht beantworten können. Bist ja nur mittlerweile älter geworden, reifer geworden. Hast sicherlich mal nachgedacht über das, was in der Vergangenheit war, nehme ich an. Und irgendwie kannst du dir die Frage heute nicht selber beantworten. Nee. Kannst du dir nicht selber beantworten. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Guck, wir haben, du kennst ja nun Hummelsheim, das Heim. Wir haben ja in Hummelsheim versucht, euch fest in diese große Heimgemeinschaft zu integrieren. Bloß schwierig ist es für uns gewesen,
euch in dieses ganze Programm der schulischen und beruflichen Ausbildung einzubinden, wenn man selbst nicht will. Guck mal, ich hab mal versucht, die Unterlagen herauszuziehen. Die haben wir ja heute noch. Guck, und ohne irgendwelche Vorurteile, fair und sauber miteinander umgehen, das sind 10 Entweichungen aus Hummelsheim in einer relativ kurzen Zeit. Willst du das mal angucken, deine Karte? Nee, nee. Wie wäre es uns denn möglich gewesen, dir eine solche Perspektive zu geben, wenn du uns überhaupt keine Chance gelassen hast, in der beruflichen und schulischen Ausbildung voranzukommen? Und das war echt unsere große Sorge. Und nachdem du so oft fortgerannt bist, die Chancen nicht genutzt hast, haben wir geglaubt, wir haben das damals geglaubt, dir irgendwo ein bisschen eine Barriere zu setzen, zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Und wir glaubten, mit Torgau das erreicht zu haben. Hat man nicht geahnt, Torgau, das ist ein Hammer. Wenn man damit zuschlagen, zerschlägt es die Leute? Nein, das sage ich mit ruhigem Gewissen. Wissen Sie, was mich anwidert? Heute, so wie damals. Ich weiß noch ganz genau, ich bin von meinen Abhauungen zurückgekommen nach Hummelsheim. Da sagten sie, Freund, jetzt geht's ab nach Torgau. Mit einem Lächeln im Gesicht. Dasselbe, diese selbsteigene Sicherheit, also diese Arroganz, die stelle ich immer noch fest. Und das ist irgendwo eigenartig. Und wissen Sie, ich meine, das ist nun schon über 15 Jahre her, aber diese Art und Weise habe ich 15 Jahre lang nicht vergessen. Du hast uns ja im Grunde genommen keine Chance gegeben, mit dir so zu arbeiten, dass du dich wirklich in dieser Heimgemeinschaft wohlfühlst und dich zurechtfindest. Haben Sie mir denn eine Chance eingeräumt? Sie haben mich nach Entweichungen in Arbeitskluft gesteckt und haben mich mit Arbeitskluft rumlaufen lassen, mit dreckiger Arbeitskluft. Und nicht nur das, Sie haben mich auf die Toilette geschickt, um die Fliesen abzuschrubben. Mit einer Zahnbürste abzuschrubben, mit Kernseife abzuschrubben und mit einer Rasierklinge hinterher zu putzen. Sind das Erziehungsmaßnahmen? Wo du das hernimmst, das frage ich mich. Wo ich das hernehme? Ja. Das ist doch wohl eine absolute Witz. Nee, pass mal auf. Du hast uns doch überhaupt keine Chance gelassen, mit dir zurechtzukommen. Haben Sie sich denn auch mal gefragt, warum? Vielleicht bin ich mit Ihrem ganzen System nicht zurechtgekommen. Das ist möglich. Das nehme ich doch gar nicht übel. Es ist nicht jedem Jugendlichen genommen, sich in so einem großen Kollektiv zurechtzufinden. Also die Frage haben wir uns sehr oft gestellt. Wir haben Entweichungen sehr gründlich analysiert. Es sind mit dir sicherlich viele Gespräche geführt worden. Wenn du fair bist, wirst du das mit Sicherheit bejahen. In deiner Gruppe, mit deiner Gruppenleitung Gespräche geführt worden. In einer Gruppe? Wissen Sie, wie die Gespräche verlaufen sind? Dass mir angedroht wurde, das nächste Mal legen wir dich zusammen. Und das war wirklich gemeint. Und das ist mehr als einmal passiert, dass ich dank der Selbsterziehung so viele Schläge abgekriegt habe, wie kaum einer da dort in Torgau war. Haben wir ein Stück Film, ja, wie es in Hummelsheim war. Gucken wir uns doch mal an, allein vom Ton her, ob das dir hilft, Ihnen hilft. Mal gucken, wie war das. Ja? Gucken wir doch mal rein. Weißt du, wir haben dich eben hier von deiner Funktion entbunden. Du bist verantwortlich fürs Internat, bist dafür verantwortlich, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, für Ruhe, für die Durchsetzung der Planvorhaben im außerschulischen Bereich, bei euch in dem Internat, und trittst heute als Schüler, wo du dich unterzuordnen hast, einzuordnen hast, in einer solchen anmaßenden, frechen Art und Weise auf. Erklär mir das mal. Du bist von meinem Gesichtswinkel her nicht berechtigt, eine solche Funktion in deinem Junginternat auszuüben. Stellt sich hin, einem Kollegen, und was hat er wohl gesagt, Kollege Wohner? Was hat er gesagt? Er ist hier oben dann noch zu feige zu sagen, was er gesagt hat. Was denn? Kasper. Du stellst dich hin zu deinem Klassenlehrer und sagst, Kasper, eine Schweinerei. Was wird vorgeschlagen in der Schule? Das reicht mir nicht aus. Ich spreche deine Rüge aus. Setz sie hin. Nach der dritten Rüge war Torgau angesagt. Zuerst zur ersten Einweisung und sollte es dann weitergehen zur zweiten Einweisung. Und wann kam es zur Rüge? Das war eine der, Strafen, wo es absolut keine andere Chance mehr gab. Wenn du fair bist, wirst du das sicherlich so sehen. Wenn wir in Ihren Augen in Anführungsstrichen zu aufsässig waren,
dann ging es nach Torgau. Ist das nicht so was wie ein Brandzeichen kriegen? Als ich das erste Mal diese geschlossene Einrichtung gesehen habe, stand für mich eins fest. Ja. Es muss böse zugehen, bevor ich die Möglichkeit nutze, jemanden nach Torgau zu schicken. Wir haben noch ein Stück aus diesem Film. Mhm. Gucken wir uns noch mal ein bisschen rein. Wie alt bist du jetzt? 14. 14 Jahre. Und kannst du mir bitte was sagen dazu, wie es weitergehen soll? Erstmal zu dem Grund deiner Entweichung, das würde mich mal interessieren. Ja. Du kannst das ganz ehrlich ansprechen, wir sind unter uns. Wo ich in Grubbenmüller war, hatte ich mehr Freunde gehabt. Die dritte Entweichung ist schon ein bisschen sehr viel. Deine Kameraden sind maßlos empört. Das wirst du sicherlich auch heute noch zu hören bekommen. Denn sie sehen nicht ein, dass hier ein Junge in ihrer Gruppe lebt, der ständig der Gruppe so viel Sorgen bereitet wie du. Ich habe dir das vorhin schon gesagt. Ich sage, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist die eine Seite. Na, die andere Seite ist, dass du mal zu der Erkenntnis kommen musst, dass du selber an deiner gegenwärtigen Situation schuld bist. Nun hast du ja dein Urteil selbst gesprochen. Ich habe heute vorhin eben mit Berlin gesprochen. Wir werden dich erstmal vorläufig nach Torgau bringen. Karin Freund, die Mutter von Andreas. Sie will nach Torgau fahren, zum ersten Mal. Was sie dort erwartet, weiß sie nicht. Immer wieder hat Andreas versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Vergeblich. Ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich habe ihm das nicht so abgenommen, wenn er erzählt hat. Weil es dann immer kam, ja, er hat eben eine blühende Fantasie und er schmückt vieles aus. Er ist mir irgendwie immer ein bisschen fremd. Abgesehen von meinen Tieren jetzt, habe ich keinen Menschen gehabt. Also ich habe keine Freunde oder den Klassenkameraden gehabt. Ich habe letztlich irgendwo immer allein dagestanden. Und dadurch fiel mir natürlich das Abhauen von zu Hause abhauen auch wesentlich leichter, weil ich war ja nirgendwo eingebunden, richtig eingebunden. Und da oben hast du geschlafen? Und da müsst ihr immer, weil da keine Leiter liegt, da immer hochklettern? Ja, Leiter gab es hier nicht. Und wie viele waren hier? Wie viele Jungs haben hier geschlafen? Ja, 14. 14? 15, 16. Auf einem Zimmer? Ja. Wie viel Uhr musst du Wenn die Uhr erfüllt war, weil sie nicht wussten, wohin mit ihren vielen Jugendlichen, die sie hier eingesperrt haben. Aber diese 2 Quadratmeter, die du hier hattest, war so das der Bereich, wo du keine Angst haben musstest, sonst überall Furcht, oder? Angst musste man überall haben. Auch hier? Ja. Diese beiden 2 Quadratmeter? Wovor musstest du denn nachts Angst haben? Da war noch die... Erzieher raus? Ich kann mich schon daran erinnern, also das... Zwar jetzt nicht mehr genau im Detail, aber zumindest so weit, dass ein Jugendlicher, der etwas tierlicherer Gestalt war, ja, von anderen zum Sex gezwungen wurde. So, dass es keine Stunde gab eigentlich, wo man keine Angst haben musste hier in Torgau. Ja. Jeden Abend mit Angst ins Bett. Ja, mit Angst ins Bett und mit Angst aufstehen. Ramona Meyer war zur selben Zeit in Torgau wie Andreas. Jungen und Mädchen waren strikt getrennt. Doch beide quält die Erinnerung daran, dass ein Mitinsasse verbrannte. Rainer Furkert. Wir waren beide da, hier in diesem Haus, als Rainer Furkert ums Leben kam. Vielleicht legt ihr mal eure Erinnerungen zusammen, damit wir mal gucken, was stimmt an der ganzen Geschichte nicht. Wir wussten, dass die Schreie aus dem Krankenzimmer kommen. Hattest du eine Ahnung, was es sein könnte? Und wir wussten, dass der Rainer Furkert im Krankenzimmer ist.
Naja, ich meine, er hatte sich Zigaretten mit reingeschmuggelt aus dem Krankenhaus. 2 Schachteln Zigaretten und 2 Schachteln Streichhölzer. Mhm. Und er rauchte eben halt dann dort auch und meinte eben halt so ziemlich salopp zu uns, naja, wenn ich die Zigaretten aufgeraucht habe, dann bringe ich mich um. Dann brenne ich das Zimmer an. Warum hat denn keiner gerettet, frage ich mich die ganze Zeit. Wenn er doch geschrien hat, da hätte doch einer reingehen müssen. Was ist da gelaufen? Warum hat denn da keiner rausgeholt? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Erzieher gedacht haben, er gehört nicht zur Gesellschaft. Er passt einfach nur dazu. Also die Erzieher, die behaupteten damals, dass die Türe vom Krankenzimmer nach innen aufging und dass der Rainer vor Gott einen Schrank davor gestellt hatte. Und es ging nicht so unmöglich. Die Türen gingen nach außen auf und Schränke gab es hier nicht. Ich muss dazu fügen, dass er mehrmals damit gedroht hat, sich das Leben zu nehmen. Und er mehrmals auch mit dem damaligen Leiter Kretschmer gesprochen hat. Und also ihm das auch erläutert hat, dass er unbedingt wieder raus muss, dass er es einfach nicht aushält. Ne? Keine von seinen Äußerungen wurde erhört oder keiner wurde für ernst genommen. Bis er ernst gemacht hat. Ne? Als du hier reinkamst und zum ersten Mal dieses Torger saß, welches Gefühl? Kommt man hier raus, kommt man hier nicht raus? Wo ich das erste Mal hier war, ja. Ich habe gedacht, hier kommst du überhaupt nicht mehr raus. Wie meinst du das? Das schaffst du nicht. Überall bist du rausgekommen, hier bis am Ende. Ja. Endstation Hölle. Drückau steckt in einem drin, es bleibt. Ja. Also, wann denkst du an Tag? Abends, jeden Abend. Jeden Abend? Wenn es finster wird. Wieso? Wenn ich alleine in den Raum sein muss, das Licht ist aus, wenn ich alleine ins Bett gehen muss. Was ist dann? Siehst du einen Torger vor dir oder ist das ein Gefühl? Was ist das? Das ist ein Gefühl. Es kommt zum Beispiel wieder, wenn ich im Schlafzimmer bin und bin allein, dass das Licht angeht. Dass die Türen knallen, dass jemand über den Gang läuft mit dem Schlüssel. Jeden Abend. Jeden Abend. Es ist wie in einer Sklavenordnung gewesen. Ne? Also, es gab die Herrscher und es gab die Sklaven, die unteren, das niedere Volk. Ne? So war es hier aufgebaut. Die Erzieher und wir, die Erzieher waren die Oberen, ne? Und wir die Unteren. Und in der Gruppe war genau dasselbe, die Stärkeren. Haben halt das Sagen gehabt und die Schwächeren mussten sich nach dem Willen des Stärkeren richten. Andreas hat sich schwer unterordnen können, will ich mal sagen. Er hat sich schlecht anpassen können. Er hat immer irgendwie aufgemuckt. Er ist eben so ein Typ, der sehr selbstständig ist und der auch immer von zu Hause weg wollte. Dr. Weber war der behandelnde Arzt im Jugendwerkhof Torgau. 16 Jahre lang ist er durch diesen Flur gegangen. Dr. Weber, zweimal in der Woche kamen Sie hier rein. Und nach meinen Erkenntnissen waren Sie für viele Jugendliche sowas wie einer, der kommt von außen, der kann uns vielleicht helfen. Der ist vielleicht der einzige Ausweg, wie wir vielleicht noch rauskommen können. Hat man sich als Arzt so gefühlt, ich bin ein Stück Ausweg, ich könnte denen vielleicht helfen? Ich könnte denen helfen, psychisch und ärztlich aber nicht. Was die Tatsache angeht, dass sie aus dem Werkhof herausgekommen wären, da waren mir die Hände gebunden. Das war einfach technisch unmöglich. Man hat doch ein Gefühl, oder so eine Seele oder sowas ähnliches, oder ein Herz. Jetzt muss ich wieder da rein und... Ja, die ersten Male kommt doch schon ein Gefühl der Beklommenheit auf, wenn man zum ersten Mal durch Gittertüren geht. Ja. Aber im Laufe der Jahre gewöhnt man sich dann auch daran, wie man sich an vieles ja gewöhnt als Mensch. Das wissen Sie genauso. Ja. Ja. Nun habe ich gelesen, da gibt es teilweise Jugendliche, die Säure getrunken haben, bloß rauszukommen, über das Krankenrevier, Nägel geschluckt haben. Bloß das stimmt. Und was machen Sie damit, wenn die Ihnen dienstags oder donnerstags ins Krankenrevier geschickt werden? Mache ich gar nichts. Dokumentiere ich das mit Hilfe einer Röntgenaufnahme und kontrolliere das in 1- bis 2-tägigen Abständen wiederum mit einer Röntgenaufnahme. Weil es der Natur so eingerichtet hat, dass derartige Fremdkörper, meinetwegen, so kommst du wieder raus. Die kommen auf natürlichen Weg wieder durch. Wir haben also aus diesem Grund nie einen operieren müssen. Auf diesem Behandlungsstuhl saß Andreas vor 14 Jahren. Seitdem hat er auf ein Gespräch mit Dr. Weber gewartet.
Erkennt ihr euch noch? Oder also ich erkenne ihn mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, wie alt sie damals waren. 14, 15. Und heute sind sie vielleicht Mitte 20. Ende 20. Ende, also das geht nicht, ihn zu erkennen während der Unmöglichkeit. Und umgekehrt? Ich erkenne sie wieder. Sie erkennen sie mich, ja. Ich muss mich ganz ehrlich fragen, wie sie das damals haben zulassen können. Dass das mit uns passiert. Ich meine, sie waren Zivilangestellter. Sie hätten Informationen weitergeben können, was hier abgeht. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, dass ich mal mit einer Platzwunde zu Ihnen gekommen bin, wo ein Erzieher... Ja, diesen Schlüsselbund. Diesen Schlüsselbund an den Kopf geworfen hat, im Speiseraum. Ich habe im Hinterkopf eine riesen Platzwunde gehabt. Ich habe Sie auch darüber informiert, dass ich von einem Erzieher entsprechend angegriffen worden bin, aber es ist nie was passiert. Ja, ich könnte mich in der Form auf meine ärztliche Schweigepflicht zurückziehen. Mhm. Was meinen Sie damit? Also im Sinne von... Ich habe nach außen nicht zu vermelden, was ein Patient erkrankt ist. Mhm. Das geht mich was an und sonst kennt niemanden. Gibt es eigentlich Geschichten, die Sie immer noch quälen, was Sie wussten, das ist hier abgegangen? Ja, doch. Ich weiß von einem Jugendlichen, der frisch eingewiesen, ich will es mal populär sagen, durchdrehte. Ja. Der ist also vollkommen ausgerastet und ausgeflippt, tobte hier durchs Haus rum, ließ sich von den Erziehern jagen, bis die ihn schließlich hatten und dann mit einer Handschelle ans Gitter fesseln müssten. Sonst wäre der Amok gelaufen. Mhm. Muss man aber doch sonst nicht hier mit jemandem ans Gitter fesseln. Man kann ihn doch selber als Mensch festhalten. Ja, aber... Ich meine, er wurde nicht nur mit Handschellen ans Gitter gefesselt. Nur um ihn erstmal zur Ruhe zu bringen. Also er wurde auch ziemlich misshandelt. Weil das war zu derselben Zeit, als ich auch hier war, war dieser Vorfall. Also mit dem Begriff, dass er mit Handschellen ans Gitter gefesselt wurde und dann tatsächlich täglich angegriffen wurde von den Erziehern, um ihn zur Ruhe zu bringen. Was heißt denn täglich angegriffen konkret? Er wurde geschlagen. Er wurde geschlagen. Ich nehme es auf meinen Dienst ein, dass ich nie eine einzige Verletzung habe behandeln müssen, die von Schlägen oder Misshandlungen, wie Sie sagen, hergerührt hätte. Wollen Sie mich jetzt als Lügner hinstellen? Nein. Aber wenn einer mit dem Schlüsselbund wirft, das ist doch so was Ähnliches wie Schlagen, oder? Schlagen, oder? Ich würde es so sehen, die Schlägerei seitens der Erzieher waren Rückantworten. Reaktionen. Ja. Also ich sagte vorhin schon, die Jugendlichen waren vollgestopft mit Aggressivität bis oben hin. Im Augenblick sagen Sie dann, die Kinder sind die Aggressoren gewesen und die... Und die Erzieher mussten sich auch irgendwie wehren. Nach meinen Recherchen ist es auch so gewesen, dass Jungs hier versucht haben, ihrem Leben ein Ende zu machen. Haben Sie da mal was von mitgekriegt? Ich weiß von einem Selbstmord, ja. Er hat durcherhängen. Durcherhängen? Durcherhängen, ja. Waren Sie daran beteiligt? Oder? Nein, da war ich im Urlaub. Wie stehen Sie denn zu dem Feuertod von dem Rainer Fuhrkart? Ja, das wird als Selbstmord gedeutet. Das war auch Selbstmord, sicher. Auf jeden Fall war es Selbstmord. Ja. Ich sagte ja vorhin schon, ich war zu dieser Zeit im Urlaub, ich habe es praktisch nur wie eine Zeitungsnotiz zur Kenntnis nehmen können, zwei Wochen danach. Da wurde ja nicht mehr viel drüber diskutiert. Wertet man das damals als ein Signal? Also so, Sie haben von dem einen Selbstmord gesprochen, von dem Jungen, der sich erhängt hat. Jetzt haben wir einen zweiten, der verbrennt sich. Der dritte haut mit dem Fahrrad ab, mitten im Winter im Schlafanzug. Der vierte, der fünfte. Einer klettert aufs Dach, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Waren Sie dabei? Also nein, das ist tagsüber passiert. Ich habe nur gehört davon. Aber ständig sowas. Kann man da reden oder ist es einfach völlig außen vor, dass man das problematisiert? Es war zu DDR-Zeiten nicht üblich, solche Dinge in der Öffentlichkeit abzuhandeln, weil einer dem anderen nicht zu trauen hatte, wenn er ihn nicht ganz gut kannte. Mhm. Also Schnauze halten. Lieber. Schnauze halten, weiter dienen. Man war ja abgeschnitten. Man war ja total abgeschnitten. Man hat ja keinen Kontakt zur Außenwelt haben können.
war ja halt blendend vor den Fenstern worden. Ne? Ich denke mir, irgendwo innerlich hat man Wut gehabt, Wut auf die Leute draußen, dass die nichts dagegen unternehmen, dass wir hier eingepfercht waren. Ne? Es war regelrechte Wut. Ne? Weil die Mauer des Schweigens war im Teil genauso hoch wie die Mauer, die uns hier umgeben hat, die uns hier eingesperrt hat. Also ich für meinen Fall habe mich oft gefragt, wie können die Leute damit leben? Wie können die Leute damit leben? Und ich könnte mir damals schon vorstellen, dass es nicht sein kann, dass die nicht mitkriegen, was hinter den Mauern vorgeht. Denn die Schreier sind ja nun nicht irgendwo an der Mauer geändert, sondern die sind ja über die Mauer drüber weggegangen. So laut waren die Schreier. Es ist nicht so das ganz herzliche Verhältnis gewesen zwischen meinem Mann und seinem und unserem Sohn. Wenn der Andreas und wir fortgelaufen war, dann ist eben mein Mann auch mal ausgerastet. Er hat ihn auch manchmal verprügelt. Das ist eben auch vorgekommen. Wir sind weggelaufen und weggelaufen und weggelaufen. Von zu Hause weggelaufen, aus den Heimen. Warum sind wir überhaupt weggelaufen? Ja, weil ich mein eigenes Leben erkunden wollte. Aha. Und rausfinden wollte, was die richtige Art und Weise ist zu leben. Keiner konnte mich halten, nein. Aha. Außer diese Mauer. Die konnte ich halten? Diese Mauer war die einzigste Mauer, die mich gehalten hat. Aber zu welchem Preis? Zu einem Preis, sehr hohen Preis. Dass du dich fertig gemacht hast, ne? Ja. Tag, Herr Schmiedinger. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie hatten als Erzieher damals die Aufgabe, immer hier Zöglinge, sage ich mal, Jugendliche hier hinzubringen. Ja. Waren Sie schon mal hier oder wie weit sind Sie hier reingekommen? Wir sind bis das Tor ging auf, sind wir mit dem Auto hier rein. Aha. Zu der Zeit war dann noch die Tür auf, da sind wir die Tür hochgegangen und da war rechts ein Raum und da haben wir gewartet, bis die Kinder abgelaufen. Und weiter sind Sie gar nicht gekommen? Nein. Sodass Sie gar nicht wussten, was Torgau eigentlich ist, oder so? Ja, so kann man das sagen. Wussten Sie gar nicht? Uns war bekannt, dass es einen geschlossenen Merkhof gibt. Aber haben die Jugendlichen nicht erzählt von Torgau? Die Nein, durften nicht. Und haben Sie auch nicht gefragt? Nicht. Warum haben Sie nicht gefragt? Na, wir trauten uns da nicht, wenn wir gefragt hätten, um uns nicht selbst oder die Jugendlichen in Unsicherheit zu bringen. Andreas Freund sitzt in der Einweisungszelle. Das war immer die erste Station für alle Zöglinge, die auch Sie hierhin gebracht haben. Ihr habt euch 15 Jahre, denke ich, nicht gesehen. Andreas Freund. Andreas. Herr Schmidting. Grüß dich. Nehmen Sie doch einfach Platz. Was haben Sie empfunden vorhin, als Sie hierher gekommen sind? Na Andreas, was soll ich denn empfinden? Ich habe ja selbst dreimal Jugendliche hergebracht. Ein komisches Gefühl war es auch für mich, wenn ich hierher musste. Aber du weißt ja selber, wenn die Weisung danach zu fahren, müssten wir, egal, den es betraf, herbringen. Ich fand es nur schade, dass Sie sich damals mit mir nicht unterhalten haben, als wir hergefahren sind. Weil ich hatte doch schon irgendwo Angst gehabt, hier reinzukommen. Also ich meine, dieses Haus war ja ziemlich verschrien gewesen, ne, als Kinderknast. Na, ich habe dich nicht hierher gebracht. Doch, Sie waren dabei. Nee. Doch. Im Ernst? Ja. Ich sag nur so, Freund, das war das Letzte, was du dir geleistet hast. Jetzt geht's ab nach Torgau. Dann haben sie mich hergefahren. Würden Sie auch Ihren Sohn oder Ihre Tochter hier hingebracht haben? Möchte ich nicht. Mhm. Habe ich Ihnen ja schon gesagt, dass das belastend ist. Gab es Gewissenskonflikte? Da kann ich eigentlich gar keinen hinbringen. Würde ich heute auch machen jetzt. Wenn ich jetzt einen Auftrag kriege vom Chef, um den Jugendlichen in die Einrichtung zu bringen, und da fahre ich.
versuche ihn immer wieder zu verstehen, aber weil er dann oft so sprunghaft ist, da komme ich dann oft nicht mit. Ich meine, so innig wie zu unserem großen Sohn ist das Verhältnis nicht. Und es wird es wohl auch, glaube ich, nicht werden. Jugendwerkhof Torgau. Das ist wie ein Brandzeichen, ein Makel. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb der eigenen Familie. Darüber wird nicht gerne gesprochen. Was fühlst du, wenn jetzt deine Mutter jetzt bei dir ist, hier hinkommt zu dir, hier nach Torgau? Freude. Freude, ja. Hast du dir jemals darüber reden können hier in Torgau? Weniger. Warum? Aber irgendwo denke ich mir eine kleine Blockade drin. Aber bei wem? Bei meiner Mutter. Bei deiner Mutter? Warum? Zu viel? Es war zu viel, denke ich mir. 15 Jahre und noch kein Wort geredet, kein großes, langes Wort. Dann wird es Zeit. Gut. Und dir? Hast du es bis jetzt gut verkraftet? Anstrengend, das glaube ich. Hallo, Leica. Hallo. Gespannt? Ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. Heute ist es eine Ruine. Früher waren an den Fenstern Gitter. In diesem ganzen Treppenhaus. Das haben wir auch nur einmal zu Gesicht bekommen, als wir hergebracht worden sind. Weil hier nur die Erzieher Trepp auf, Trepp ab gelaufen sind. An den Zellen waren von außen sogenannte Blenden dran, dass man nicht rausgucken konnte. Die Fenster der Zellen waren vergittert. Es waren richtig ganz starke Gitter, die man eigentlich auch nicht hätte durchsägen können. Man konnte überhaupt nichts draußen sehen? Nee, es waren richtig Blenden davor. Dann war in den Türen Spione eingelassen, dass wir mussten den ganzen Tag auf dem Hocker sitzen. Dass wenn die jetzt hier als zur Kontrolle gekommen sind, jederzeit in die Spion gucken konnten und kontrollieren konnten, ob wir auch auf den Hockern sitzen. Ja. So, und ich möchte euch jetzt gerne eine Zelle zeigen, in der ich drin war. Ja, das hier war die Zelle, wo ich für 14 Tage eingesperrt wurde zur Kurzeinweisung. Und 7 Tage zur Ersteinweisung. Tageslicht kam hier gar nicht rein. Nee. Nur künstliche Beleuchtung. Nur künstliche Beleuchtung. Ja. Sie haben alles versucht, uns kaputt zu machen. Alles. Und das hast du 14 Tage ertragen müssen. Wie ich jetzt erst erfahren habe, hatte mein ehemaliger Direktor des Jugendwerkhofs einen Antrag gestellt, mich das zweite Mal hierher einweisen zu können. Das wäre mein Todesurteil gewesen, das hätte ich nicht überlebt. Weil es dann auch noch fraglich gewesen wäre, ob ich bis 18 hier noch rausgekommen wäre. Wenn ich hier rausgekommen wäre, dann mit Sicherheit als gebrochener Mensch. Und dem wäre ich zuvor gekommen, indem ich mich selber umbringe. Na, wenn man das einmal erlebt, dann weiß man, was auf einen zukommt. Und das mit Kindern. Das ist unvorstellbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Das haben wir ja alles nicht gewusst. Wir haben ja nicht mal eine Benachrichtigung gekriegt, dass die hier bist. Während wir hier drinnen waren,
durften die Kinder keinen Besuch empfangen. Überhaupt keinen Besuch empfangen. Ihr durftet ja auch nicht schreiben, nein. Das kann man sich nicht vorstellen. So schlimm habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Wie du mir das erzählt hast, das kann man sich nicht vorstellen. Sie haben mir meine Kindheit genommen. Sie haben mir meine Gefühle, meine Träume genommen. Überleg mal, das ging ja nicht nur mir so, das ging ja auch tausenden anderen Jugendlichen so. Tausenden anderen Jugendlichen. Und dann stellen sich heute noch Heimerzieher hin, nicht nur von hier, auch von den anderen Heimen und sagen, das war alles gar nicht so schlimm. Die haben alle nur euer Bestes gewollt. Und so ist es uns auch erzählt worden. Die wollen nur euer Bestes. Die haben uns ja auch gar nicht gefragt, wie sie dich ins Heim eingewiesen haben. Das haben sie ja alles über unsere Köpfe hinweg gemacht. Wir sind da ja nie gefragt worden, ob wir das wollen oder nicht. Wir haben nie unsere Einwilligung dazu gekriegt. Die ist auch nie verlangt worden. Ich weiß. Ich weiß. Ich musste dich sogar wieder hinbringen. Nach Eilenburg. Das haben sie genossen. Das haben sie genossen. Ich habe dich am Anfang ehrlich gesagt nicht verstanden, wie du das alles wieder aufführen wolltest. Aber wie ich das jetzt gesehen habe, kann ich es verstehen. Andreas, wir sind am Ende unserer Spurensuche und ich frag dich mal, was wirst du mitnehmen vom Torgau? Ich hab's. Die Schlüssel? Die Schlüssel. Das ist symbolisch wert für mich. Sehr symbolisch wert.